Liebe Freundinnen der ausgelassenen Gelassenheit, liebe Freunde der Unterhaltung mit Haltung, heute geht es um die Wirtschaft und somit die Zukunft. Was erwartet uns in der Zukunft? Viele werden sterben, darunter auch einige von uns. Hier ein erster Nachruf. Ich habe begonnen, Nachrufe auf noch lebende Personen zu schreiben, damit sie diese noch vor ihrem Ableben gegenlesen können. Hier ein Nachruf auf Bill Gates. Mit Bestürzung nehmen wir vom tragischen Hungertod unseres Aktionärs Bill Gates Kenntnis. Nachdem er sich vermutlich vor circa 3 Wochen aus Versehen selber eingeschlossen hatte, muss er tagelang um Hilfe gerufen haben. Aber der Tresor stellte sich als absolut schalldicht heraus. Gemäß Obduktionsbericht hat er noch tagelang versucht, Geld zu essen. Auch an den Goldbarren seien Beißspuren festgestellt worden. Dem Polizeirapport zufolge zermalmte er auf dem Boden mit einer 150 Kilogramm schweren Bronzestatue von Rodin einen antiken Jadedrachen aus der Ming-Dynastie, um mit dem bunten Jadestaub einen Hilferuf auf die Rückseite eines Tizian zu schreiben und versuchte dann, die mit den Zähnen aus dem Rahmen getrennte Leinwand unter der Tresortüre hindurchzuschieben. Anhand der Aktienzertifikate von Pfizer-BioNTech, die er nachher zu essen versucht haben musste, erkannte man noch, wie seine Zähne, seine Lippen und seine Zunge vom Tizian verfärbt gewesen waren. Später, in einer offensichtlich fortgeschrittenen Phase, ritzte er mit Diamanten Prosagedichte in die Tresorwand. Prosagedichte wie: Reichtum, an deiner Brust hab ich stets gehangen, und jetzt, wo ich sauge, kommt nichts. Beim Verfassen solcher Gedichte muss er sich an einem brillanten Diadem geschnitten haben, denn der letzte Satz ist mit Blut geschrieben. Wie meine Aktien jetzt wohl stehen mögen, lautet die literarische Quintessenz dieses späten künstlerischen Œuvres. Sie hören Jojo Gaga, die sprachphilosophische Sendung auf Kontrafunk, der Stimme der Vernunft aus der Schweiz. Mein Name ist Andreas Thiel.
Dieser Nachruf war eine kleine Referenz an alle Antikapitalisten, denn heute reden wir über das Kapital, das Hauptwerk von Karl Marx, und Karl Marx wird dabei keine gute Figur machen. Das Kapital muss als Karl Marx gescheiterter Versuch, logisch zu denken, bezeichnet werden. Und auf diesem gescheiterten Denkversuch baut dann das Kommunistische Manifest auf, das Marx zusammen mit Engels verfasst hat und in welchem er die Anleitung zur kommunistischen Weltrevolution gibt. Also im genauen Wortlaut lautet der Titel »Das Manifest der Kommunistischen Partei«. Der Kommunismus ist der erfolgreiche Versuch, das Prinzip von Angebot und Nachfrage zu ersetzen durch umfassendes Marktversagen. Marx' Hauptwerk, das Kapital, ist ein sehr umfassendes Werk. Es umfasst mehrere Teile und zum Glück ist Karl Marx dann irgendwann auch mal gestorben, weil er ist ja nicht fertig geworden, sonst wäre es noch länger. Und es ist wie mit jeder schlechten Literatur. Irgendwann weiß man, da kommt nichts mehr. Und ich nehme in solchen Fällen dann doch die Mühe und lese es zu Ende. Und ich bin dann schon froh, dass Karl Marx dann irgendwann daran gehindert wurde, weiterzuschreiben, einfach durch sein natürliches Ableben. Was im Übrigen vielen Opfern seiner Theorien nicht vergönnt war. Ein natürliches Ableben. Obwohl Karl Marx eigentlich genau da einsetzt, beim unnatürlichen Ableben, das ihm ein Dorn im Auge ist. Karl Marx lebt zur Zeit der Industrialisierung. Da werden Menschen wie Sklaven ausgebeutet, Kinder werden ausgebeutet, die Lebenserwartung ist sehr niedrig, der Hunger und das Elend in vielen Arbeiterfamilien erbärmlich, viele haben nicht einmal ein Dach über dem Kopf, viele müssen stundenweise Betten mieten, dem Schichtbetrieb belegt werden und natürlich grassieren da Krankheiten, man ist verlaust und von Flöhen befallen. Das alles liest Karl Marx in vielen Zeitungsberichten zu Hause in seiner von einem Industriellen gesponserten Stube. Der Industrielle heißt Engels, Erbe eines industriellen Imperiums. Und Engels hat ein schlechtes Gewissen im Bestreben, etwas Gutes zu tun. Fördert er den Karl Marx? Dem Karl Marx tut es nicht gut, denn wäre er nicht gefördert worden, hätte er arbeiten müssen und hätte etwas über die Wirtschaft gelernt. Aber so sitzt er einfach zu Hause, liest Berichte, die andere verfasst haben über das Elend in den Arbeiterquartieren und ja, regt sich irgendwie darüber auf. Er sammelt Berichte, trägt sie zusammen. Karl Marx ist also nicht Augenzeuge, er ist einfach nur Zeitzeuge. Gefühlte zwei Drittel seines umfassenden Werks, das Kapital, sind Beschreibungen über die elenden Zustände in den Fabriken und den Arbeiterquartieren. Und diese Beschreibungen hat nicht Karl Marx verfasst. Es handelt sich um Berichte und Studien von Ärzten, von parlamentarischen Untersuchungskommissionen,
von Wohltätigkeitsorganisationen und Karl Marx sammelt einfach alles und veröffentlicht es in seinem Buch. Es ist Copy-Paste. Heute müsste sich Karl Marx wohl Plagiatsvorwürfen stellen. Karl Marx stellt nun dieses Elend, dieses gesammelte Elend, dem Reichtum vom Industriellen gegenüber und glaubt, da ein Problem entdeckt zu haben, das zu lösen, er imstande sei. Er analysiert die Situation und die Antwort, welche die Philosophie bisher gibt auf die Frage, wie es so weit kommen konnte, diese Antwort genügt ihm nicht. Denn die Philosophie sagt einfach, ja, da haben wir es wohl mit einer Charakterschwäche zu tun. Also nicht mit einer Charakterschwäche der Arbeiter, sondern in diesem Fall mit einer Charakterschwäche der Reichen. Und die Charakterschwäche heißt Gier. Und diese Gier verleitet dann den Reichen dazu, andere auszubeuten, um noch reicher zu werden. Oder diejenigen, die noch nicht reich sind, überhaupt erst reich zu werden. Das ist Karl Marx zu religiös. Darauf lässt sich keine Wirtschaftstheorie bauen. Und deswegen entdeckt er etwas oder glaubt etwas entdeckt zu haben, was die Philosophie bisher übersehen hat. Nämlich das Hauptobjekt dieser Gier, das Geld. Karl Marx schielt leicht daneben, an der Gier vorbei und sieht das Geld. Und jetzt glaubt er, einen Systemfehler oder den Systemfehler schlechthin entdeckt zu haben. Karl Marx glaubt, dass das ganze Elend, diese Ausbeutung von Menschen, dass es nicht daher rührt, dass es auf der anderen Seite mächtige oder geschickte oder intelligente oder einfach genügend skrupellose Charakterlumpen gibt, welche fähig sind, dieses Elend zu verursachen, sondern er glaubt, es handle sich um einen Systemfehler. Und dieser Systemfehler heiße Geld. Karl Marx glaubt, wenn man dem System das Geld entziehe, dann laufe diese Gier ja ins Leere und das Problem wäre gelöst. Dieser Gedanke, die vermeintliche Entdeckung eines Systemfehlers, auf diesem Gedanken baut seine ganze Theorie auf. Sein ganzes Theoriengebäude stützt sich auf einen Anfangsgedanken, der falsch ist. Wir müssten eigentlich gar nicht weiterlesen, aber wir tun es trotzdem, weil es ist ja doch noch interessant, wie er denn jetzt darauf weiter baut. Und Sie werden sehen, dadurch, dass er mit dem ersten Gedanken einen Fehler macht, begibt er sich in ein Labyrinth. Und aus diesem wird er nicht mehr rauskommen. Im Gegenteil, er geht immer tiefer rein. Seine logische Schlussfolgerung ist natürlich, dass man dem System einfach das Geld entziehen müsse und dass damit das Problem gelöst sei. Er entwirft eine ideale Gesellschaft, die ohne Geld funktioniert. Diese Gesellschaft nennt er Kommunismus. Und dann überlegt er sich, wie das alles im Detail so aussehen könnte und merkt,
dass es gar nicht so gut funktioniert, so ganz ohne Geld. Wenn da nämlich beispielsweise ein Bauer eine Kuh verkaufen will und diese mit dem Traktor zum nächsten Marktplatz fahren möchte und dafür aber erst bei der Tankstelle Benzin tanken muss, dann kann er dem Tankstellenbetreiber ja nicht einfach ein Stück von der Kuh überlassen, da kann er nicht der Kuh ein Bein abschneiden und dem Tankstellenwärter als Gegenleistung für das Benzin geben, vor allem nicht, wenn der Tankstellenwärter Vegetarier ist. Und naja, wenn er das Problem sonst irgendwie lösen kann und dann auf dem Markt ist und sagen wir, der Bauer braucht jetzt 2 Schweine und er findet auch einen anderen Bauern, der 2 Schweine verkaufen möchte, aber der andere Bauer dann gar keine Kuh haben will, sondern 5 Ziegen, dann müssen sie zu zweit den dritten suchen, der 5 Ziegen hat und der muss dann aber auch noch eine Kuh haben wollen. Und wenn der aber auch keine Kuh haben will, sondern für seine 5 Ziegen 30 Hühner, dann sind sie schon zu dritt unterwegs und suchen einen vierten, der 30 Hühner hat und zufälligerweise eine Kuh will. Und wenn der auch keine Kuh will, sondern Werkzeuge vielleicht, dann sind sie schon zu viert mit 38 Tieren auf dem Markt unterwegs und suchen einen fünften, der zufälligerweise das hat, was sie brauchen und das braucht, was sie haben. Und bei diesen Gedanken merkt Karl Marx, ja, das Problem, das vertagen wir auf später, das lösen wir dann ganz zum Schluss. Und dazu kommt es ja dann gar nicht mehr. Karl Marx stirbt ja dann, bevor er dieses Problem gelöst hat. Aber jetzt an dieser Stelle, also noch ganz am Anfang seines Werks, das Kapital, denkt er sich was aus und sagt, gut, bis wir dieses Problem mit der Gesellschaft ohne Geld gelöst haben, also haben Sie es bereits bemerkt, dass was er am Anfang propagiert, nämlich eine Gesellschaft ohne Geld, das ist sehr schnell vom Tisch. Sagt er, gut, das lösen wir dann irgendwann. Wir machen erst einmal eine Vorstufe, eine Gesellschaft ohne Geld mit Geld. Und das nennt er Sozialismus. Das ist der Unterschied zwischen Kommunismus und Sozialismus. Sozialismus ist Kommunismus, aber Geld ist noch im Spiel. Und damit ist eigentlich wieder auf Feld 1, kann man sagen, ja gut, dann bleibt vorerst alles, wie es war. Und er denkt sich aber, nein, es ist eine Vorstufe zum Kommunismus. Da ist zwar Geld im Spiel, aber wir ändern doch etwas. Es darf nämlich keiner mehr Geld haben als ein anderer. Und er präzisiert seine Idee, die er vorgehabt hat, also seine These, die er aufgestellt hat, Geld ist das Problem, präzisiert er zu dem Satz, viel Geld ist das Problem. Und dieses viel Geld nennt einfach Kapital. Er definiert an keiner Stelle, ab wann viel viel ist. Es ist einfach, wenn es mehr ist als andere haben, dann ist es zu viel. Und er sagt, nicht das Geld ist vielleicht das Problem, sondern die Anhäufung von Geld, wenn jemand Geld anhäuft. Und diese Anhäufung nennt er einfach Kapital. Drum heißt das ganze Werk das Kapital. Er sagt also, wenn jemand Geld hortet, dann ist er ein Kapitalist und somit verantwortlich für andere, denen genau dieses Geld dann fehlt. Und jetzt konzentriert er sich auf dieses Kapital, die Anhäufung von Geld, und hier beginnt seine ganze Analyse. Und er hat aber keine Ahnung von, sagen wir, Termingeschäften.
keine Ahnung von Rückstellungen, von Risiken, die man eingehen muss oder kann. Er versteht nichts von Investitionen, von Innovation, von Amortisierung. Er hat überhaupt keine Ahnung von der Wirtschaft. Wir machen hier mal vielleicht eine Klammer auf und betrachten das Termingeschäft. Südtirol ist sozusagen die Apfelkammer Europas. Im Südtirol werden Äpfel produziert. Natürlich wird da auch vieles anderes noch produziert, aber vor allem Äpfel. Nun sind die Löhne im Südtirol allerdings so hoch, oder nicht nur die Löhne, vielleicht auch sonst die Lebenskosten, die Arbeitskosten, die Nebenkosten, was auch immer, dass die Südtiroler ihre Äpfel gar nicht verkaufen können. Weil anderswo in Europa werden günstiger Äpfel produziert. Warum auch immer. Das hindert die Südtiroler aber nicht daran, ihre Äpfel gewinnbringend zu verkaufen. Und zwar dank Termingeschäften. Die Südtiroler, die haben sich in Genossenschaften zusammengeschlossen, also die Obstbauern. Und die haben große Kellereien und können diese Äpfel bis zu einem Jahr lang lagern. Sie haben Keller, die sind klimatisiert, da herrschen ideale Temperaturen für die Lagerung von Äpfeln. Die darf man auch nicht betreten, weil da herrscht auch ein Gasgemisch in der Luft, welches die Äpfel daran hindert, fertig zu reifen und dann zu faulen. Und in diesen Kellern sind die Äpfel nach verschiedenen Qualitätsstufen bereits sortiert und sind jederzeit bereit, um ausgeliefert zu werden. Und nun warten die Südtiroler, bis es in Indien einen großen Ernteausfall gibt und es deswegen im, sagen wir, arabischen Raum zu Lieferengpässen kommt. Hier betreten nun die Südtiroler den internationalen Marktplatz und sagen, hier, wir können sofort liefern. Das ist unser Preis. Und der wird Ihnen bezahlt. Das ist ein Termingeschäft. Und die Tiroler, die Südtiroler, die machen das nicht, weil sie geldgierig sind, sondern weil die Lebenskosten im Südtirol so hoch sind und die Löhne, dass sie mit den Indern nicht mithalten können. Aber von solchen Marktmechanismen wusste Karl Marx nichts. Karl Marx glaubt, das Geld sei das Problem, begibt sich in sein Gedankenlabyrinth namens das Kapital, merkt dann bald mal, dass er sich in einer Sackgasse befindet, dass es ohne Geld irgendwie nicht weitergeht. Aber anstatt, dass er wieder rückwärts rausgeht aus dem Labyrinth und sich überlegt, ob er vielleicht nicht einen Anfangsdenkfehler gemacht hat, macht er nur 2-3 Schritte zurück und biegt dann seitlich ab, tiefer ins Labyrinth, in die nächste Sackgasse. Und die lautet, okay, Geld ist noch im Spiel, aber man darf es nicht anhäufen. Wer Geld einnimmt, muss es sofort wieder ausgeben. Das Geld muss sich immer im Umlauf befinden. Und wir das so ein bisschen im Kopf hin und her wiegt, diesen Gedanken, das gefällt ihm. Alles ist im Fluss, merkt er plötzlich, da könnte es ja dann sein, dass irgendwelche Kapitalisten das Geld zwar ausgeben, aber für etwas, das sie dann anstatt des Geldes horten. Luxusgüter, Immobilien, Gold oder irgendwelche Güter, die sie später gewinnbringend wiederverkaufen können. Und dann merkt er, oh,
Er befindet sich schon wieder in einer Sackgasse. Und jetzt geht er wieder nur ein paar Schritte zurück und biegt wieder seitlich ab. Noch tiefer ins Labyrinth, in die nächste Sackgasse. Und die lautet feste Preisbindung. Also er will verhindern, dass Kapitalisten, wie er sie nennt, Waren horten mit dem Ziel, die dann teurer zu verkaufen. Also beispielsweise Termingeschäfte machen. Karl Marx sagt, jede Ware hat seinen festen Warenwert und der darf nicht verändert werden. Wenn der Kapitalist die Ware nicht mehr teurer verkaufen darf, als er sie eingekauft hat, dann wird er ja wohl aufhören, Gewinn zu machen, indem er mit Waren handelt. Denn wozu soll er Gewinn machen? Er produziert die Ware ja gar nicht. Er kauft sie nur und verkauft sie. Und Karl Marx hat auch keine Ahnung davon, dass ein Händler Risiken, Marktrisiken eingeht unter Umständen oder dass er logistische Risiken eingeht, dass er Terminrisiken eingeht mit den logistischen Risiken, dass er vielleicht Kosten hat, indem er Lagerhäuser unterhält. All das wird nicht berücksichtigt. Und wie er sich nun wieder über diesen neuen Gedanken freut, den Gedanken der festen Preisbindung, und darüber nachdenkt, merkt er plötzlich, ui, er befindet sich schon wieder in einer Sackgasse. Denn was ist, wenn sich die Händler nicht an die feste Preisbindung halten? Was ist, wenn da ein Schwarzmarkt entsteht? Karl Marx macht wieder zwei Schritte zurück und biegt seitlich ab in die nächste Sackgasse, noch tiefer rein ins Labyrinth. Und diese Sackgasse lautet, der Handel wird ersetzt durch Verteilung. Ganz einfach. Der Staat übernimmt die Verteilung der Güter. Karl Marx kommt übrigens nicht auf den Gedanken, dass die Logistik des Staates, dass die auch viel Geld verschlingen muss, all die Menschen, die darin arbeiten, dass die auch Löhne beziehen, dass die auch etwas essen müssen, was das kostet, das fragt er sich nicht einmal. Er denkt einfach, der Staat verteilt alles um und dann funktioniert's ja. Oder weil er sich das nicht überlegt, weiß auch nicht, dass der Staat noch viel mehr kostet, als was der Handel kostet, weil ein Staatsangestellter, der den höheren Lohn als der Händler, der vor allem auch nicht vom Erfolg der Umverteilung abhängig ist, wie es der Lohn des Händlers vom Erfolg seines Handels ist. Das ist das Grundproblem jeder linksideologischen Idee, jeder linksintellektuellen Idee. Der Lohn des staatlichen Umverteilers ist nicht abhängig vom Erfolg seiner Umverteilungsaktion. Und das macht jede linksintellektuelle Idee teuer, aber ineffizient. Wenn nicht überhaupt von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Weil wenn der Lohn des Umverteilers nicht vom Erfolg der Umverteilung abhängig ist, dann heißt das nichts anderes als das Fehler nicht korrigiert werden. Diese sogenannte Wirtschaftstheorie des Karl Marx, die erscheint kompliziert, aber im Grunde genommen ist sie sehr banal, einfach sehr umständlich dargelegt. Weil das geht ja jetzt immer so weiter, immer tiefer ins Labyrinth. Weil keine dieser Ideen von Karl Marx
funktioniert. Und er kommt immer selber darauf und geht aber nie den ganzen Weg zurück, sondern immer nur ein paar Schritte zurück und dann seitwärts in die nächste Sackgasse. Er reitet sich, und damit alle sozialistischen und kommunistischen Gesellschaften oder überhaupt antikapitalistischen Gesellschaften, wie es auch der Nationalsozialismus eine war, reitet er immer tiefer in den Sumpf. Und den zweiten Gedanken, den er hatte, nämlich nicht Geld ist das Problem, sondern Kapital, also irgendeine Anhäufung von Geld, ist das Problem, bei dem bleibt er ja, an dem hält er fest. Er schafft ein Feindbild, das nennt er der Kapitalist, und Kapitalist ist jeder, der mehr hat als ein anderer. Und der Ärmste noch jemanden findet, der noch weniger hat als er selber, ist jeder ein Kapitalist. Einfach immer für den, der noch weniger hat. Natürlich meint er vorwiegend die Industriellen, die Unternehmer, die Fabrikanten, die Händler. Bei Karl Marx gibt es keinen einzigen anständigen Fabrikanten, keinen anständigen Händler, keinen anständigen Unternehmer. Es gibt nur Ausbeuter und Ausgebeutete. Es gibt auch nicht Arbeiter, die gut bezahlt werden. Es gibt keine Arbeiter, die bei einem guten Fabrikanten anständig entlöhnt werden und gute Arbeit haben. Es gibt nur Unterdrücker und Unterdrückte. Und jedes Mal, wenn Karl Marx über seine neueste Regulierungsidee nachdenkt, kommt er auf Ideen, wie die Kapitalisten diese Regulierung dann doch wieder umgehen könnten, und er findet neue Regulierungen, um dann auch noch das zu verhindern, und so verirrt er sich total in einem Regulierungslabyrinth, in einem richtigen Regulierungssumpf und endet beim totalen Überwachungsstaat, also beim absolut durchregulierten Markt, auf welchem es aber schon lange keine Kapitalisten mehr gibt, weil er mittlerweile alles den Staat machen lässt. Er erfindet den völlig durchregulierten Markt, auf welchem der Staat sowohl Produzent von allem ist, wie auch Verteiler von allem. Der Staat legt die Preise fest für die Produkte, die er selber herstellt. Er bestellt die Produkte bei sich selber, indem er sich eine Nachfrage errechnet aufgrund von Volkserhebungen. Karl Marx rechnet sich aus, wie viele Kalorien ein Mensch braucht, wie viele Kleider er braucht, wie viel Ruhe er braucht, wie viele Urlaubstage er braucht, wie viele Tage Schwangerschaftsurlaub eine schwangere Arbeiterin braucht. Alles und jedes versucht Karl Marx im Das Kapital zu standardisieren, zu normieren. Also Karl Marx versucht, den Menschen das Leben zu normieren. Bei ihm gibt es keine Vegetarier oder Veganer oder Rohkostler oder Menschen, die gerne viel Fleisch essen oder wenig Fleisch oder Schweinefleisch oder sonst irgendetwas. Es gibt nicht Menschen, die gerne etwas bessere Qualität essen, die gerne lokale Produkte essen oder biologische Produkte. Es gibt einfach für alle den idealen Standard, den sich der Staat ausrechnet. Und wir alle wissen heute, dass jeder Versuch, diesen Sozialismus umzusetzen, dass der an der Logistik scheitert. Nicht nur an der Logistik, aber da wird es halt offenbar, wenn man morgens aufsteht und Lust hat auf eine Apfelwehe oder einen Apfelstrudel,
dann kann man nicht losgehen und schauen, ob man irgendwo Äpfel kaufen kann, sondern man muss zu Hause warten, bis irgendeine staatliche Stelle auf die Idee kommt, sich auszurechnen, wie viel Apfelstrudel oder Apfelwehen ein Mensch im Monat braucht, um sich dann auszurechnen, wie viele Äpfel und wie viel Teig überhaupt produziert werden muss, um dann in die Läden verteilt werden zu können, damit sich die Menschen, die einen Apfelstrudel oder eine Wehe backen möchten, sich den dort kaufen könnten. Also all das überlegt sich der Karl Marx und merkt nicht, dass es gar nicht funktionieren kann. Die zentralisierte, totale Steuerung und Übernahme des Marktes, das nennt sich übrigens Totalitarismus, so nebenbei, die funktioniert nicht, aber das hindert Karl Marx nicht daran, genau diesen in seinem Buch Das Kapital bis ins letzte Detail zu beschreiben. Also er entwirft da mal so ganz locker vor sich hin, ohne dass er es merkt, den totalen Überwachungsstaat, der alles und jeden kontrolliert, also den Totalitarismus schlechthin. Und bei der ganzen Geschichte, also in diesem umfassenden Werk, stellt er sich eine entscheidende Frage nie. Und das ist die Frage, was macht denn ein gieriger Mensch im Sozialismus? Und die Antwort, die kennen wir alle. Er geht an den einzigen Punkt, an die einzige Stelle, wo es etwas zu holen gibt. Und das ist die Staatsspitze, also die Führung des Staates. Der gierige Mensch geht in die Partei und macht Karriere. Denn auch im Sozialismus sind die ehemaligen Villen der Klassenfeinde bewohnt. Und zwar von den Führern der Arbeiter. Und wo Karl Marx sich noch sicher zu Recht empört hat über die Macht, welche das Kapital den Kapitalisten verleiht, da merkt er jetzt nicht, dass er mit seiner Idee des Sozialismus / Kommunismus dem gierigen Menschen eine noch viel perfidere Macht in die Hand gibt als Kapital, nämlich die absolute Macht des totalitären Staats. Kapital selber, und sei es noch so viel, bedeutet nie absolute Macht. Denn auch wenn sich der reichste Mensch oder das reichste Kartell frühbeginnend vielleicht ein Monopol erkaufen oder schaffen kann, so ist er dennoch immer der Konkurrenz ausgesetzt von anderen, die gerade auch reich werden, oder von welchen, die vielleicht nicht reich sind, aber schneller, jünger, innovativer. Jedes Monopol wird am freien Markt früher oder später durchbrochen. Manchmal braucht es einfach etwas Geduld. In der Schweiz hatten wir in den 80er, 90er Jahren ein Bierkartell. Zuerst hat die größte Schweizer Brauerei Feldschlösschen alle kleineren Brauereien aufgekauft und dann ist der nächstgrößere gekommen. Es war Carlsberg oder Heineken und hat Feldschlösschen gekauft. Und dann hat man eine Zeit lang in der Schweiz, egal was für ein Bier man getrunken hat, hat man eigentlich im Endeffekt immer Carlsberg oder Heineken getrunken. Und da gab es große Diskussionen darüber, ob man diesen Zustand via Kartellgesetzgebung ändern könne. Aber eigentlich hat man nur warten brauchen, bis irgendwo wieder die ersten Kleinstbrauereien entstanden sind.
und die Gasthäuser gemerkt haben, dass die Menschen gerne individuelles oder vielleicht auch lokales Bier trinken. Und dann hat sich ein neuer Trend entwickelt. Es gab immer mehr Kleinstbrauereien. Am Ende hatte plötzlich jedes Dorf beinahe wieder die eigene Kleinstbrauerei. Und das ganze Kartell ist zusammengebrochen, weil die Menschen einfach diese Biere von den Kleinstbrauereien getrunken haben. Und auch wenn jemand gerade vorübergehend ein Monopol oder ein Kartell besitzt, kann er doch nicht alle Menschen zwingen, seine Produkte zu kaufen. Die Pharmaindustrie kann Milliarden ausgeben für Kampagnen, um uns davon zu überzeugen, dass wir uns unbedingt diese neueste Impfung reinhauen müssen, weil wir sonst sterben. Sie können versuchen, uns damit zu überzeugen, und sie werden sicher 70% der Konsumenten davon überzeugen. Aber eben nur 70% und nicht 100%. Weil 30% werden immer bleiben und sagen, nein, da mache ich nicht mit. Aber bei Karl Marx ist es ganz anders. Im Sozialismus / Kommunismus, da gibt es das totale Monopol, nämlich das Staatsmonopol. Und da sagt der Staat, was der Mensch braucht. Und der Staat, der nicht einfach nur ein flächendeckendes Monopol, der Staat hat das Monopol aller Monopole, er hat nämlich ein Gewaltmonopol. Der Staat kann jegliche Konkurrenz von Anfang an ausschließen, weil er kann sie unterdrücken, eliminieren, verfolgen, zerstören, sich einverleiben. Mit dem Gewaltmonopol erreicht der Staat 100% der Konsumenten, nicht mit den Produkten, die diese Konsumenten gerne haben möchten, sondern mit den Produkten, welche der Staat definiert, dass die jetzt brauchen. Und jetzt geht Ihnen vielleicht ein Licht auf. Denn Karl Marx, den haben offensichtlich nicht nur die Linken studiert, sondern den haben auch die Marketingstrategen der Pharmaindustrie studiert. Und die haben gemerkt, das ist ja traumhaft eigentlich, wenn man sich das überlegt. Diese Idee des Karl Marx, das ist ja fantastisch. Wir nutzen einfach das Staatsmonopol, um unsere Produkte an den Konsumenten zu bringen. Und das ist das, was wir gerade erlebt haben. Die Umsetzung der Idee eines Karl Marx von einer Seite, von der wir es nicht erwartet hätten. Von Akteuren, die sich eigentlich am freien Markt bewegt haben und die dann irgendwann mal gedacht haben müssen, naja, nur 70% Marktabdeckung, das ist schon recht frustrierend für so ein Kartell. Es wäre schon schön, wenn wir 100% Marktabdeckung hätten und das weltweit, das wäre schon nett. Und da haben die via supranationale Organisationen, in welchen die Regierungen sitzen, haben die Einfluss auf die Regierungen genommen. Und sie haben natürlich bei den schwächsten Regierungsmitgliedern eingesetzt. Und das sind eigentlich fast immer die Gesundheitsminister. Weil wer braucht Gesundheitsminister? Was macht denn so ein Gesundheitsminister? Der hat ja nichts zu tun. Die machen immer nur so Kampagnen, Präventionskampagnen gegen zu cholesterinhaltiges Essen oder gegen das Rauchen oder sonst irgendwas. Also die können immer nur Präventionskampagnen machen und verdienen ja so viel Geld. Und die fühlen sich irgendwie schlecht. Die haben das Gefühl, aber wenn ich doch so wichtig bin und so viel Geld verdiene, weshalb tue ich dann nichts Wichtiges?
Und anstatt, dass sie einfach vors Volk hingetreten sind und gesagt haben, hört mal, ich glaube, wir können das Gesundheitsministerium können wir abschaffen, sparen wir viel Geld. Ich glaube, man braucht keinen Gesundheitsminister. Anstatt, dass sie das gemacht haben, haben sie sich einfach versteckt und versucht, nicht aufzufallen und haben gedacht, vielleicht kommt ja doch mal mein großer Moment. Und dieser große Moment ist gekommen. Aber es war kein Zufall. Die Marketingstrategen der Pharmaindustrie haben sich einfach die schwächsten Glieder in allen Regierungen ausgesucht. Sie haben alle Gesundheitsminister versammelt und sie bei ihrer Schwachstelle, bei ihren Komplexen gepackt und ihnen gesagt, die Welt ist in Gefahr und nur ihr könnt sie retten. Ohne euch wird die ganze Menschheit aussterben. Jetzt könnt nur noch ihr die Menschheit retten. Aber ihr müsst jetzt unbedingt das Richtige tun. Ihr dürft keine falschen Entscheidungen treffen. Hier ist der Ordner mit den richtigen Entscheidungen. Toi, toi, toi. Ja, und dann haben die Gesundheitsminister das gesamte Staatsmonopol, das Gewaltmonopol der Pharmaindustrie zur Verfügung gestellt. Der Staat hat das Marketing übernommen für die Pharmaindustrie, der Staat hat die Logistik übernommen für die Pharmaindustrie und der Staat hat das Inkasso übernommen für die Pharmaindustrie. Und selbstverständlich übernimmt der Staat auch die Produktehaftung. Eine solche Marktabdeckung hatte die Pharmaindustrie noch nie. Und es hat sie überhaupt nichts gekostet. Und es ist der Pharmaindustrie auch egal, wenn sich jemand die Spritze nicht gegeben hat, weil bezahlen mussten wir sie ja trotzdem. Ein Traum. Karl Marx ist nicht nur der feuchte Traum des Klassenkämpfers, sondern auch der feuchte Traum des Kapitalisten.